Liebe Zockerlauncher, nochmal herzlich willkommen zu einer Runde Siedler 7 hier auf eurem Lieblings-Siedler-Kanal. Und heute spielen wir Mission 5 und ja, ich habe auch noch ein bisschen Bock auf Siedler 7 nach dem Community-Event. Auch wenn ich kläglich abgelost habe. Hauptsache, ihr hattet euren Spaß. Haha. So. Morach. Eine junge Stadt ohne Armee. Die einzige Möglichkeit... wen? Drakorians Schatten abzuschütteln, besteht in einer Allianz mit den Alchemisten. Er bewohnt das im finsteren Krater gelegene Laboratorium. Ja, wer würde nicht da sein Laboratorium bauen? In diesem Sinne, schauen wir mal rein. Unsere Prinzessin war schockiert, als sie von ihrem nächsten Kontrahenten erfuhr. Dieser war nicht nur stark, sondern auch äußerst hinterlistig. Die südlichen Berge. Morach. Oh, habe ich schon Stadtmauern. Prinzessin Zoes Schloss. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Prinzessin. Ein dunkler Schatten schwebt über uns. Stimmt, es ist Bier noch aus. Ein Widersacher? Ja, Drakorian, Lord Wolverines furchterregendster Krieger, bedroht das Laboratorium. Ich bin mir sicher, er hat nichts Gutes damit vor. Dann müssen wir ihn aufhalten. Wie gehen wir gegen diesen dunklen Ritter vor? So wie gegen alle unsere Feinde. Mit einem perfekten Plan. Also wenn ich eins nicht hab, dann Plan. Prinzessin Zoe, welche Ehre, euch endlich zu treffen. Wie ich hörte, ist eure bisherige Landnahme erfolgreich verlaufen. Wie auch immer, ich rate euch, nun kehrt zu machen. Es würde mich betrüben, euch Leid zufügen zu müssen. Läuft bei dem, huh? Verborgen in den Tiefen eines gewaltigen Kraters lebt der Alchemist. Dieser fürchterliche schwarze Ritter vor meiner Tür macht mich wirklich nervös. Wenn mir doch bloß jemand helfen und mir entweder Münzen oder Novizen schicken könnte. Mit Münzen könnte ich meine Söldner bezahlen und Novizen könnten meine Studien fortführen, während ich mich heimlich aus dem Staube mache. Okay. Da wäre doch Kohle... Ich schlage vor, ihr entsendet zunächst einen Kaufmann zu dem Sektor mit den beiden Goldminen. Zu dem Sektor mit eurem kleinen Münzschatz könnt ihr die Soldaten im dortigen Außenposten bestechen und den Sektor friedlich einnehmen. Moment, der meint dann hier, ne? Gehen wir mal davon aus. Okay, Bestechung. Verfügt ihr über Münzen und Kaufleute, seid ihr in der Lage, einen benachbarten Sektor durch Bestechung zu übernehmen. Will den entsprechenden Außenposten und startet den Bestechungsversuch. Vorausgesetzt ist, dass ihr Kaufleute ausgebildet habt. Hab ich das? Hausierer? Kann ich dann... Wie soll das gehen? Bestechen. Liefert 11 Gold, das geht ja. Und hab ich so einen? Was haben wir denn hier Schönes? Nett. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, hab ich so einen Mensch oder hab ich so einen Mensch nicht? Lagerhaus haben wir denn eigentlich gebaut? Bauhütte? Wohnhaus? Haben wir schon irgendwo... eine Holzproduktion stehen. Hier haben wir eine Jagdhütte. Holzfäller, Holzfäller, Sägemühle. Dann... Förster geht hier noch nicht, ne?
Doof. Okay, wir brauchen dann wahrscheinlich so ein... Hier, ein Hausierer, einen. Das wird schon das Richtige sein. Und was können wir sonst noch bauen? Hier außerhalb meiner Mauern haben wir dann noch eine Getreidefarm. Hier drinnen auch. Nur irgendwie keine Felder. Was wir aber bauen könnten, wäre Fisch. Naja, okay. Egal. Da tun es auch zwei wahrscheinlich. Diesen hier und habt ihr hier draußen ein Lager? Ja, das wird dann schon passen. Haben wir ja auch gelernt, wir sollen nicht so viele bauen. Was? Das war ja einfach. Das war ja einfach. Episch bestochen. Wo wäre denn Geologe? Kann ich den schon freischalten? Nee, brauche ich aber, ne? Also gehen wir mal in die Richtung und... Oh, wir können ihn freischalten. Wir haben sogar noch mehr Prestigepunkte. Dann nehmen wir noch diesen hier mit. Bekehrung. Ein benachbarter neutraler Sektor kann... Okay. Haben wir gemacht. Und jetzt fehlt noch... Okay. Was soll's. Haben wir hier schon was gebaut? Nein. Also hier könnten wir auch noch ein bisschen Holzproduktion reinsetzen. Werde ich auch tun. Mach was mir weg. Und dann... Baue ich hier offensichtlich doch nichts hin, huh? Gebiet ist gesperrt. Okay. Hier wäre noch Wild. Mal gucken. Vielleicht kommen wir ja hier noch irgendwie ran. Irgendwie aber auch nicht, ne? Doch, vielleicht so ein bisschen. So, Wild. Und kannst du einen Weg bauen oder nicht? Geht nicht. Also können wir es auch wieder abreißen. Toll. Läuft bei mir, aber gut, der Holzfäller wird eh... Steht das noch hier? Sonst hier außenrum. Notfalls könnten wir aber das hier bauen. Oder? Auch kein Platz. Toll. Weltklasse. Dann schauen wir uns den neuen Sektor an. Und hier haben wir, doch hier oben ist auch Gold. Cool, aber da müssen die ganz schön weit laufen. War nicht hier im Eck auch noch irgendwo eine? Hä? Na gut. Also, dann brauchen wir Goldbergwerk. Da setzen wir schön an den Weg. Soweit wie es geht. Hier sollte verbunden sein. Ach nee, ist gar nicht verbunden. Dann mach mal zwei Gold und sonst. Sonst nix. Geologe haben wir erforscht. Also geht uns das Gold auch nicht aus. Und dann könnten wir wenigstens noch eine zweite Holzproduktion hier reinsetzen, oder? Denke schon. Halt, das wollte ich nicht. Sägewerk, Holzfäller. Holzfäller und ein Lager hier unten wäre noch wichtig. Und das richtige Gebäude sollten wir treffen. Okay. Eine zweite Taverne haben wir gekriegt. Auch nicht schlecht. Mit Gold können wir uns dann auch Werkzeuge einkaufen. Das ist doch schon mal was. Denn ich glaube, eine Schlosserei darf ich ja noch nicht bauen. Was haben wir hier noch stehen? Eine Metzgerei. Okay. Da könnten wir
Haben wir eigentlich auch Bäcker schon irgendwo stehen? Was haben wir hier? Brauerei. Also wir kriegen Bier. Bäcker haben wir auch schon stehen. Also Essen ist eigentlich gesorgt. Was fehlt, ist eine Kirche. Und Häuser haben wir eigentlich auch ganz gut. Hier können wir nichts anbauen. Was hätten wir denn noch Wichtiges? Ich kann eine Werkzeugmacherei bauen. Und ich kann auch schon einen Schneider bauen. Oh, Münzpräger braucht man natürlich. Kriegt man die vielleicht auch hier unten hin? Einen. Und dann bau doch mal einfach mal spaßeshalber hier so ein Werkzeugding hin. Dass wir das mal wenigstens irgendwo gebaut haben. Hier stehen Lager rum, Bauhütte. Könnten wir mal ausbauen? Generell, was können wir denn schon ausbauen? Sonst nix. Okay. Kirche, 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 Kirche. In welche Richtung möchte sich nochmal ausbauen? Eher nach hinten, ne? Also setzen wir es so, dass wir Platz haben und... Ja gut, das wäre eh hier. Das wäre eh hier. So. Die Händlergilde, die hat schon ein bisschen ausgebaut. Alles cool. Und dann könnten wir doch eigentlich noch so einen Typi bauen. Klamotten haben wir ja noch ein bisschen. Und uns auch gleich den nächsten Sektor bestechen. Geht das? Baum? Nein, nicht Baum. Der kostet jetzt schon 45 Gold. Okay, aber das kriegen wir auch zusammen. Bin ich guter Dinge. Vielleicht bauen wir auch noch einen. Hier ging ja keiner mehr hin, ne? Oh, was ist mit dir los? Du hast ein Platzproblem. Warum? Why? Muss ich dich hier hinbauen? Probier mal aus, dann reißen wir dich wieder ab. Es ist alles noch so ein bisschen so ganz viel rumprobieren. Naja. Außenposten könnten wir schon ausbauen. Werkzeuge haben wir jetzt schon keine mehr. Oh oh. Werkzeugmacherei aus Holz und Eisenbahren. Haben wir Eisenbahren zufällig? Null. Dann können wir vielleicht eine Expedition starten. Eisen. Gold und Brot. Klamotten und Stein. Was macht denn Sinn für mich? Ich möchte eigentlich gerne da hier. Das wäre jetzt cool, aber das bringt mir nichts. Das dahinter wäre auch cool. 6 Eisen. 5 Gold, 6 Eisen. Spielt keine Rolle, ne? Komm, wir gehen mal dahin. Und bauen gleich noch einen. Ich glaube, so ist das auch gedacht. Ich muss ja irgendwie ein Werkzeug kommen. Hier wäre auch schon eine Werkzeugschmiede. Übrigens. Gut, wenigstens könnt ihr die Kirche bauen. Das ist doch auch schon mal was. Ich könnte den hier abreißen. Und da dann noch eine Jagdhütte hinbauen. Vielleicht bringt mir das ja was. So, und Novizen kosten mich... Haben wir alles. Mach mal 3, dann können wir vielleicht auch schon ein bisschen forschen. Drill, Gewaltmarsch, was bringt mir denn was? Geologie? Stammelzellen 40% und Bergleute 60% der herkömmlichen Zeit. Das hört sich doch gut an. Verzierung steigt um 2 Stufen. Das hört sich auch gut an. Forstwirtschaft.
Mensch, ich will alles haben. Was war das jetzt für eine Nachricht? Keine Ahnung. Wie läuft's hier bei euch? Seid ihr jetzt unterwegs? Ich brauche wieder 4. Jetzt könnte ich wahrscheinlich hier schon... Nee. Doch, jetzt komme ich hier rüber. Bingo. Und jetzt können wir bestimmt auch schon forschen und wir nehmen... Alles toll. Schweine und Pferdezüchter. Ja gut, das bringt mir nichts. Da steigt man schneller im Prestige. Ich glaube, das hier macht als erstes mal Sinn. Und dann... Können wir gleich die nächsten 3 anschaffen? Ihr Fischer, ihr habt zu tun. Haben wir irgendwie einen Überschuss an Getreide? Nö, geht eigentlich. Hier stehen 2 Getreide auf eine Windmühle und hier genauso. Das scheint ein gutes Verhältnis zu sein. Stehen meine Truppen da hinten eigentlich? Wie viel Gold haben wir denn? Gar keins. Blöd. Kann der jetzt hier arbeiten? Muss ich dich dahinter setzen? Manuell? Du hast doch auch keine Probleme zu arbeiten. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber okay, einer arbeitet wenigstens. Und euch geben einfache Verpflegung. Und ich höre gerade, dass mein Stream nicht läuft. Von daher mal eben speichern und gleich geht's weiter. Okay, ich lebe noch. So, in der Hoffnung, dass der Livestream jetzt geht. So. Wir brauchen Nahrung, also setzen wir hier noch Dingens hin. Und jetzt können wir mal gucken, können wir jetzt... Wir haben jetzt diesen Sektor hier erreicht, da müsste man doch jetzt hier... Wie konnte ich denn noch mal handeln? Ach so, ich brauche dafür einen Hafen, ne? Oder? Marktplatz, handelt mit Gütern? Aha, hier, Eisen, da geht das jetzt, okay. Dann, mach doch mal. Wie viel Militär haben wir eigentlich? Gar nichts. Brauchen wir auch nicht in der Mission, glaube ich. Hier brauchen wir 45. Okay. Why not? Wie schaut es hier aus? Geologie ist erforscht. Dann hätte ich jetzt gerne das hier. Und dann gleich die nächsten 3 Priester hinterher. Oder Novizen hinterher. Und hi, the only king Joe. Und danke für den Hinweis, dass das Stream nicht ging. Irgendwie habe ich es ja dann doch hingekriegt. Gott sei Dank. Und hi Thomas. Mensch. Ich habe gedacht, du bist schon mit deiner Spanierin durchgebrannt. Jagdhütte hat... Okay, hier fehlt jetzt auch schon der erste Hammer, aber das könnte sich ja... Kann man da nicht direkt welche kaufen? Das wäre doch cool. Wo war das?
Hier. Natürlich nicht, das wäre wieder zu einfach. USB-Gerät nicht erkannt. Super. Ah, fuck. Nein. Lag? So. Wo bleibt denn jetzt das Eisen? Da, der bringt was. Hier, da ist das nächste Lagerhaus. Wohin damit? Wo rennt der hin? In die Gilde? Okay, und dann? Macht was draus, kommt schon. Hier, die fette Olga, die bringt's jetzt erstmal ins Lager. Ganz toll. Und weiter? Du holst dir jetzt was und machst bitte Werkzeug draus. Sehr gut. So, haben wir das. Und jetzt macht bestimmt Forstwirtschaft Sinn. Und was kostet nochmal die Novizenbier? Bier 32. Machen wir doch gleich weiter. Komm. Ach, bild gleich 9 Stück aus. Dann können wir den Rest auch noch erforschen. Dann haben wir es doch. Cool. Dann bauen wir jetzt mal... Wenn ich jetzt einen kriege, dann... Shit, es war noch nicht erforscht, oder? Eure Prestige... Ach so, wenn ich voll habe, dann steigt zum 2 jetzt. Alles klar. Und hi, Hörer. Gibt es dich auch noch, alte Socke, Mensch? Aber das hier mit dem Garten weiterbauen, das könnte ich eigentlich gerade mal durchziehen. Denn dann können wir noch ein bisschen was freischalten. Zum Beispiel Bauhütte und Wohnhausausbau. Tja, und Befestigung. Mehr ging wohl eh nicht, ne? Gesperrt, 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 gesperrt. Dann haben wir jetzt auch hier schon alles freigeschalten. Macht das Sinn, Wohnhausausbau? Steine habe ich irgendwie ja auch gar nicht. Puh. Die Kirche ausbauen. Das geht hier alles auch noch nicht. Gut, wir brauchen jetzt... Kann ich... Ich kann doch bestimmt eine Schafzucht bauen oder sowas. Ich habe, wie ich wieder keinen Platz habe. Aha, Schafzucht geht immerhin. Mit der wiederum. Oder für die wiederum brauche ich eine Schneiderei und. Und am Wohnhaus noch hier eine Weberei. Errungenschaft freigeschaltet. Klerikermedaille in Bronze. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Weil die Klamotten könnten wir ja auch verkaufen. Ich brauche jetzt keine mehr. 3. Komm, mach mal. Steine kriegst du durch normale Minen, wenn die Arbeiter auf Geologen umgestellt sind. Okay, ich baue jetzt hier noch das Gold ab und dann kann ich auf Geologen umstellen. Das habe ich ja freigeschalten. Ne? Und was ist mit der Holzfällerhütte los? Kannst du die hier nicht fällen? Der läuft doch. Mensch, Hörer, was haben wir dich beim Community Game vermisst? Sowas von. Dann wäre das vielleicht nicht ganz so episch peinlich geworden. Aber hey, beim nächsten Mal wieder, ne? Aber sicher nicht in Siedler 7.
Habe ich Goldbarrenüberschuss? Ja. Dann lass doch mal noch. Halt, dafür brauche ich gehobenes Wohnhaus. Da geht nichts mehr hin. Komm, ich habe doch bestimmt noch irgendwo eins stehen. Ja. Aber das ist ein bisschen arg weit weg. Mach doch. Hier vielleicht? Da wäre sogar ein Lager. Ja, komm, was soll... Hier. Schmuck kann man auch noch rumfahren. Ich brauche keinen Schmuck, den können wir doch auch verkaufen. Das ist bestimmt so gedacht. Jetzt haben wir 28. Wie viel brauchen wir? 45. Rennt los, meine Lieben. Da können wir mal ein bisschen ausbauen. Prestige brauchen wir gar nicht mehr. Dann können wir eigentlich nur noch ein bisschen... Diesen hier vielleicht noch. Tja. Benutzt das Symbol. Ey, Godfrey, hi. Benutzt das Symbol bei den Minen, wo du den Standort der Arbeit wechselst. Was zur Hölle? Das da meinst du? Gib dem Typ, der die Gewänder webt, besseres Essen. So. Wir verkaufen noch ein bisschen. Habe ich überhaupt noch Zeug? Ja, den kann ich noch mehr verkaufen. Ich hoffe mal, ich brauche den Schmuck nachher nicht. Ich glaube aber nicht. Können wir eigentlich Militär anheuern? Habe ich... Könnte ich auch machen, ne? Wäre vielleicht billiger. Wie viel brauche ich denn hier? Oh nee. Oh nee, das ist viel. Da liefere ich lieber 45 Gold. Kriege ich dann Kohle? Brauche ich eigentlich für die Münzen keine Kohle? Ist das hier? Natürlich brauche ich Kohle. Und die habe ich noch, ja? Noch ein bisschen. Egal, wir haben es gleich. Wir können ja mal eben die Spielzeit hochmachen. Zack, zack. Noch schneller? Nee. So. Ich glaube, da ist gerade Gottesdienst. Psst. Ah, ich hänge in der Kirche fest. Halleluja. Schön. Nettes Detail am Rande. Können wir sonst noch irgendwas bauen? Kühlerei. Kann ich schon eine Kühlerei bauen? War noch irgendwo Platz? Ich glaube, ich kann ja die ganze Holzproduktion wieder wegreißen. Das hat sich eh erledigt jetzt hier. Oder kannst du noch... Keine Ahnung. Hier? Ah, das funktioniert. Okay, und du... Kannst doch bestimmt noch hier hinten Bäume fällen. Nee, ist außerhalb. Ja, dann helf hier, komm. Aha, und der arbeitet jetzt auch endlich mal. Ein bisschen zumindest.